Hänslers schnelle Nummer. Heute gibt es ein Rezept. Dafür braucht ihr 1, 2, 3, 4, 5 Zutaten. Und zwar machen wir einen Karotteneintopf. So simpel habe ich mir neulich zu Hause gemacht. Das ist eins dieser Rezepte. Ich habe zu Hause gekocht. Es kam mal wieder vor. Und habe gesagt, das muss ich euch zeigen, weil es ist so einfach, aber es war so lecker. Das Geheimnis dieses Eintopfes ist die Butter. Also, damit geht's los. Guck mal hier. Ich weiß, ihr wisst ja, ich liebe Butter, ne? Und ihr denkt manchmal, der ist nicht ganz dicht. Aber ihr braucht jetzt hier, das ist so ungefähr 100 Gramm. Ab in den Topf und dann bei mittlerer Hitze nussig werden lassen. Das heißt, braune Butter entsteht. Lassen wir nebenbei laufen. Nutzen die Zeit, schneiden jetzt die Zwiebel, das ist nämlich eine der Zutaten, in solche Stücke. So. Dann die Karotte, das schneide ich gleich alles nochmal hinterher. Ich zeige es jetzt einmal. Karotte schneiden wir so, wir halbieren sie. Nochmal, auch in solche Stücke. Und das gleiche machen wir mit den Kartoffeln. Das sind jetzt mehlig kochende Kartoffeln. Schneidet ihr hier, wenn ihr so eine Größe habt, einmal so in drei Scheiben. Und ein kleines bisschen kleiner als die Karotten. Wirklich nur ein kleines bisschen kleiner. Und das machen wir jetzt mit den ganzen Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten. Das geht in die richtige Richtung. Wichtig, dass ihr es nicht zu heiß macht. Also ihr müsst jetzt das so langsam laufen lassen. Dann seht ihr jetzt hier, Molke unten wird so leicht braun. Ihr merkt das auch am Geruch. Also wenn ihr die Nase drüber hält, merkt ihr dieses... Das, deswegen sagt man auch Nussbutter dazu. Es hat so ein gleich nussiges Aroma. Hat mit Nüssen nichts zu tun, aber es fängt an, so leicht nussig zu riechen. Und das ist der Moment. Soll jetzt auch nicht schwarz werden, ne? Aber ihr sollt wirklich sicher sein, dass es unten braune Butter ist. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir hier braune Butter im Topf. Ihr habt gesehen, ich habe den Topf einmal gewechselt, weil der war doch ein bisschen zu klein, den ich genommen hatte. Und jetzt gebt ihr hier alles gleichzeitig rein. Zwiebel, Kartoffel, die Karotte, so. Und jetzt von vornherein auch gleich ein bisschen Salz. Ich habe es zu Hause. Man kann das jetzt so machen. Man kann natürlich jetzt sagen, ich möchte es klassisch lassen, auch von dem Geschmack her und so. Ich habe zu Hause gesagt, pikante Note. Deswegen habe ich mit Chilisalz gewürzt. Normales Salz geht jetzt auch völlig klar. Ich habe ein bisschen Chilisalz reingemacht zu Hause. Und was man jetzt macht, ihr lasst das auf dieser mittleren Hitze. So ein bisschen, guck mal, ich bin normalerweise, bei 9 ist bei mir Vollgas. So. Und ich gehe jetzt so auf zwischen 6 und 7. Und jetzt lässt man das Ganze hier in der Nussbutter so ein bisschen braten, fast so ein bisschen so eine Art schmoren, dass es ein bisschen Farbe zieht, aber alles wirklich ummantelt ist mit der Nussbutter und schon der erste Garprozess losgeht. Das ist jetzt das, was man möchte, dass das jetzt schon ein bisschen passiert. Ich werde euch sagen, das ist der geilste Eintopf. Ich schwöre es bei Gott. So, das Ganze ist hier so 6-7 Minuten in der Nussbutter gebraten, geröstet. Die Zwiebeln haben ein bisschen Farbe bekommen. Und man sieht auch, wie schön das glänzt. Jetzt wird noch ein bisschen nachgewürzt. Jetzt würde ich an eurer Stelle zu Hause Prise Pfeffer noch reingeben. Ich habe, weil ich habe mein ganzes Gewürz natürlich auch zu Hause, ein bisschen Gemüse gewürzt. Das hat natürlich noch ein bisschen mehr Wumms, aber Pfeffer an der Stelle auch völlig in Ordnung. Und jetzt kommt dazu Brühe, aber wirklich wenig, weil eigentlich ist es eher wie ein Kartoffelgemüse. Sondern wenn wir wirklich jetzt, pass auf, hier, ein bisschen Brühe nehmen, so. Mal gucken, komm mal her. Weil jetzt läuft ja schon der Saft von der Karotte, das Wasser von der Zwiebel ist jetzt schon hier drin. Das reicht schon, ganz kleinen Schuss nur. Und jetzt seht ihr schon, nicht richtig bedecken, nur so wirklich ein bisschen angießen. Deckel drauf. Ah, eins habe ich vergessen, das habe ich auch gemacht. Ganz entscheidend. Nochmal Butter drauf. Ich weiß, ihr denkt jetzt, alle Hänsler, Flogge Butter, das kann ich sagen. Glaubt mir, das ist purer Geschmack. Einer der besten Köche, Johann Lafer. Sein Lieblingsrezept oder sein Kartoffelpüree-Rezept ist 1 Kilo Kartoffeln, 1 Kilo Butter. Ja, zu Recht. Glaubt mir wirklich, das ist kein Spruch. Das zerläuft jetzt. Jetzt geht man mit der Hitze wieder ein bisschen runter, so auf mittlere Hitze, so ganz leicht köchelt. Und schmort es jetzt sozusagen in diesem Topf. Und dann machen wir es gleich auf. Kommt noch Petersilie rauf und dann würde ich euch sagen, legt ihr euch nieder. Knappe 15 Minuten hat es jetzt hier geköchelt. Dann schauen wir mal rein. Oh, guckt euch das an. Jetzt checken wir mal kurz. Konsistenz. Ja, guck mal, genau so muss es sein. Ihr wollt ja jetzt nicht irgendwas haben, was noch richtig Biss hat, weil das muss richtig schön, wie für zahnlos, es muss im Mund fast vor Püree sein.
Und jetzt, pass auf, jetzt geht's los. Jetzt richten wir direkt aus dem Topf an. Guck mal, sieht auch schön die Bindung durch die Kartoffel, durch die Butter. Und das ist ein Aroma, was hochkommt. Und das Entscheidende ist wirklich ganz am Anfang, dass es in viel Nussbutter anröstet, anbrät, wie immer man es nennen will. So, pass auf, jetzt kommt das Entscheidende. Bei so einem Eintopf ist immer wichtig, am Anfang habe ich das Chilisalz genommen. Aber auch nicht zu viel, habt ihr sicherlich gesehen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du so einen Eintopf jetzt schon am Anfang so hart würzt, dass nachher, wenn du es isst, das kriegt diese sogenannte Salzschärfe. Es ist jetzt nicht salzig, aber es ist so überwürzt. Das Geilste beim Eintopf ist jetzt zum einen natürlich Petersilie frische obendrauf. Und jetzt obendrauf, ich nehme jetzt einfach mal normales Salz. Das ist jetzt hier elementar. Obendrauf ordentliche Prise Salz und noch ein bisschen Pfeffer. Das heißt, mit dem ersten Bissen hast du gleich die Würze im Mund, aber in der Tiefe ist es einfach ein geiler Eintopf. Guten Appetit. Jetzt wird es probiert. Allein das Aroma, allein der Geruch. Oh, fuck, du hör an. Oh, guckt euch den Sud an. Das ist das, was die Musik macht, ne? Hier. Oh, scheiße, ist ja heiß. Du hast diesen Schmelz durch die Butter. Dann dieses nussige Aroma, was aber so... Das ist da, aber du kannst es nicht richtig greifen. Das ist einfach so geil. Glaubst du mir wirklich? So wenig Zutaten. Ihr könnt auch nur Kartoffeln nehmen oder so. Hauptsache, ihr habt die Butter da drin. Boah, einfach, das ist einfach Knaller. Sag mal, Happy Day und viel Spaß beim Nachkochen. Lohnt sich. Und die Einkaufsliste für den leckersten Eintopf der Welt plus eine riesen Flocke Butter. Für zwei Personen braucht ihr 4 bis 6 mehlig kochende Kartoffeln, 1 bis 2 Karotten, also beides je nach Größe, 2 weiße Zwiebeln, 160 Gramm Butter, 1 Bund krause Petersilie, 200 Milliliter Brühe und gewürzt haben wir das Ganze mit Chilisalz und wenn ihr Bock habt, das Gemüsegewürz. Das war Hänzlers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hänzlers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.